Wie viel Prozent Kohlenhydrate, Proteine und Fette und wie viel Gramm von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen haben sich für mich als optimal herausgestellt? Hey, guten Morgen! Ich habe nun seit 2,5 Jahren meine Nahrung wirklich im Auge, wie wahrscheinlich kaum eine andere Person in diesem Land oder in diesem YouTube-Kreis, und bin immer auf der Suche nach meinem persönlichen Optimum. Aber das ist gar nicht so leicht sich zu ergründen, da viele Sachen auch langfristig wirken. Aber nichtsdestotrotz werde ich hier sicher jedes Jahr ein Update über meine Gesundheit und meine Makro- und Mikronährstoffverteilung geben. Also wenn ihr weiter dabei sein wollt, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Wer die Seite noch nicht kennt, wo ich tracke, die habe ich unten in der Infobox verlinkt, nennt sich Chronometer. Also kommen wir zu der Makronährstoffverteilung, mit der ich ja quasi eigentlich schon mein Leben lang rumgespielt habe, aufgrund meines hohen Gewichts, und von High Fat, High Protein bis High Carb eigentlich alles durchprobiert habe. Und es ist kein Geheimnis, dass ich hier den allgemeinen Empfehlungen der Gesundheitsorganisation folge und ausschließlich eine High Carb Ernährung als sinnvoll erachte. Was eine High Carb Ernährung ist, dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, das findet ihr hier oben in den Infokarten. Also die Hauptquelle der Energie sollte aus Kohlenhydraten kommen. Damit fühle ich mich am fittesten, damit habe ich am meisten abgenommen und damit fühle ich mich auch geistig am befriedigsten. Dazu gibt es für mich absolut keine Alternative. Aber ob dieses High Carb nun 60% sind, also 60% der Energie aus Kohlenhydraten, oder 80%, da wage ich kein Urteil. Nicht für mich und schon erst recht gar nicht für andere. Aber in der Drehe, bei mir im Schnitt 70% kommt meine Energie aus den Kohlenhydraten. Aber wie gesagt, mit 60 oder mit 80 würde ich wahrscheinlich genauso glücklich sein. Keine Ahnung. Die restlichen 30% meiner Energie, die kommt aus Protein und aus Fetten. Jetzt, da ich etwas aktiver Kraftsport in mein Leben eingebaut habe, nehme ich ca. 20% der Energie durch Proteine und 10% der Energie als Fette zu mir. Ohne Kraftsport ist es ungefähr immer gleich verteilt gewesen. Also wenn wir das auf eine Zahl runterbrechen, dann habe ich für mich persönlich, was ich euch jetzt mitteile nach 2,5 Jahren oder man könnte auch sagen nach 38 Jahren, aber ja, 2,5 Jahren habe ich jetzt wirklich mich ganz ganz intensiv auch mit dem Tracking und so weiter befasst, für mich ein Optimum gefunden in 70% Kohlenhydrate, 20% Protein und 10% Fette. Und ausgehend meiner Ernährung, meiner Erfahrung, würde ich natürlich das als einen guten Ausgangspunkt, als eine gute Basis für die Menschen empfehlen, die jetzt, sag mal, erst anfangen sich mit ihrer Ernährung zu beschäftigen. Allerdings, jeder Mensch ist individuell und da kann es sicher auch Abweichungen von meiner Meinung nach bestimmt mindestens 10, 20, 30% geben, die man noch machen kann und sich trotzdem noch im individuellen Optimum befindet. Aber zum Beispiel eine prozentuale Energiezufuhr von 40-50% durch Fett, da kann ich, glaube ich, oder da möchte ich mit Sicherheit sagen, aus meiner Erfahrung und auch aus der Recherche der aktuellen Studien, was natürlich ein wunderbares Gefühl ist, dass die Wissenschaft mit mir konform geht, das ist ungesund. Also 40-50% aus Fetten, das ist ungesund. Selbes gilt auch für die Proteine. Ich werde euch oben in den Infokarten Videolinks zu Fettvideos, Proteinvideos, was auch immer reinposten, was ich halt eben so finde. Es passen ja nur 5 rein in die Infokarten und da könnt ihr ja nochmal weiter recherchieren. Okay, das ist also der Stand bei den Makronährstoffen. Kommen wir zu den Mikronährstoffen. Da habe ich natürlich nicht mit allen Experimente gemacht und mich bei allen sehr intensiv informiert. Da möchte ich mich auch nicht hier hinstellen und sagen, du brauchst jetzt so und so viel Kupfer oder sowas, weil ich zu Kupfer zum Beispiel überhaupt noch nicht recherchiert habe und außer dass ich mein Kupfergehalt habe messen lassen und dass der in Ordnung ist, dazu irgendwas sagen. Ne? Da ist jetzt nur, was jetzt kommt, eine natürliche Auswahl von den Mikronährstoffen, mit denen ich mich wirklich beschäftigt habe. Fangen wir mit dem populärsten Vertreter für die Veganer an, Vitamin B12. Ich habe meinen B12-Wert mittlerweile 3-mal testen lassen, davon 2-mal als Holotranscopalamin, und kann sagen, dass es für mich persönlich ausreichend ist, 2-mal die Woche eine B12-Tablette mit 1000 Mikrogramm zu essen. Das, was ich benutze, es gibt ja da verschiedene Arten von B12, das habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Und da reicht 2-mal die Woche eine Bonbon-Eintablette. Das wären ca. 300 Mikrogramm pro Tag. Ich nehme auch keine B12 Zahnpasta und noch habe ich irgendwelche nennenswerten B12 Lieferanten in der Nahrung. Dann ganz wichtig, neben dem B12 erachte ich den Ballaststoffanteil. Zu den löslichen Ballaststoffen habe ich auch schon mal ein Video gemacht, oben in den Infokarten. Mindestens
40, 50 Gramm täglich sollte dieser Anteil zumindest bei mir betragen an Ballaststoffen. Damit zumindest für mich, was sehr Angenehmes passiert, eben der Darm schön durchgeputzt ist und der Stuhlgang ja ohne Schmieren und total angenehm vonstatten geht und ja einfach nur eine Wonne ist. In einer Rohkosternährung ist dieser Anteil von 40 bis 50 Gramm Ballaststoffen relativ leicht zu erreichen. Und von daher, ja, Rohköstler müssen sich ja weniger Gedanken machen, aber reine Veganer, schaut mal nach, was ihr an Ballaststoffen zu euch nimmt, ob ihr das erreicht. Bei Calcium, da kann ich nicht von persönlichen Erfahrungen sprechen, da es noch keinerlei Auswirkungen auf mich hat, ob ich jetzt zu viel oder zu wenig Calcium gegessen habe. Aber aufgrund, also zumindest mein Calciumwert ist in Ordnung, das kann ich sagen, aber jetzt keine persönlichen Erfahrungen, wie mit den Ballaststoffen, was den Stuhl angeht. Ne? Aber aufgrund der Recherche bezüglich des Thema Calcium, wo ich viel recherchiert habe, rate ich dazu lieber zu wenig Calcium zu nehmen als zu viel. Idealerweise liegt der Calciumwert meiner Meinung nach zwischen 800 und 1000 Milligramm. Studien zeigen eindeutig in die Richtung, dass bei zu viel Calcium seine Sterblichkeit erhöht wird und bei zu wenig allerdings auch das Knochenbruchrisiko. Und das zu viel ist über 1200 Milligramm ungefähr angesiedelt und das zu wenig unter 550 Milligramm. Das Video, wenn es noch oben hinpasst, verlinke ich euch oben. Sonst könnt ihr auch auf meinem Kanal die Videos suchen. Einfach auf meine Kanalübersicht gehen und dann auf die kleine Lupe klicken und dann gebt einfach den Begriff Calcium an. Da findet ihr alle Videos, die ich zu Calcium gemacht habe. Mittlerweile habe ich ja über 1300 Videos, die ihr durchsuchen könnt. Und da werdet ihr einiges finden, auch einige sicherlich mittlerweile peinliche Videos und Videos, wo ich mich selber auch schon, wo ich mich neu erfahren habe. Es macht ganz schön Spaß. Mit so einer Schüssel Süßlupinen im Arm, da könnt ihr so einen wundervollen Tag auf meinem Kanal verbringen. Okay, Vitamin D. Bei mir beträgt die Erhaltungsdosis 7000 Einheiten pro Tag. So halte ich meinen Spiegel im oberen Mittel der empfohlenen Werte im Blut. 7000 Einheiten. Ich wiege ungefähr 100 Kilogramm bei 1,96, also könnt ihr das ungefähr einschätzen, bei euch vielleicht ein bisschen weniger. Jod, da bin ich gerade am Experimentieren. Siehe dazu auch mein Jod-Experiment, aber das passt bestimmt nicht mehr oben in die Infokarten. Und ja, zum aktuellen Zeitpunkt würde ich sagen, aufgrund der Recherche meines Wohlbefindens 200 Mikrogramm, was generell empfohlen wird, ist definitiv zu wenig. Ich habe mich auf 5 Milligramm pro Tag eingestellt und mein persönliches Empfinden ist absolut top. Die Müdigkeit, die ich verloren habe, wo ich noch im Jodmangel war, ist ein ganz klarer Indikator dafür, dass das gut ist. Aber die TSH und auch die Schilddrüsenwerte, die werde ich erst im Herbst testen lassen. Und dann kann ich noch genauer und sicherer sagen, ob die 5 Milligramm Jod pro Tag für mich gut sind. So, das wollte ich einfach mal als zusammengefasstes Update von 2,5 Jahren Ernährungsbeobachtungen euch mit auf dem Weg geben. Teilt mir eure Erfahrungen mit, sagt mir, ob euch das gefällt, ob ihr weiter das möchtet. Ich gehe eigentlich davon aus, aber manchmal kann ich meine Zuschauer auch schwer einschätzen. Und von daher, ja, gebt mir da immer wieder Feedback und lasst uns auch gemeinsam in den Kommentaren unsere Erfahrungen bezüglich der Nährstoffe, der Mikro- und der Makronährstoffe einfach austauschen. Alles Liebe, euer Christian. Tschüss. We'll be right back.